Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Cod Slither.io, meine Damen und Herren, wo wir heute mal versuchen werden. Also, das erklärte Ziel ist eigentlich, zumindest besser zu sein als beim letzten Versuch. Aber, und nach Möglichkeit irgendwie Top 10, aber 12.000 Punkte. Oh, Moment. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich den jetzt hier irgendwie, pass mal auf. Nee, der ist zu schnell, aber ein Versuch war es wert. Jetzt stell mir vor, der Tele funktioniert. Irgendwann kommt der Tag, an dem sowas mal funktioniert, meine Damen und Herren. Irgendwie habe ich das Gefühl, oh, nee, Donny, ich dachte jetzt ohne Scheiß, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich hier in der Falle bin und nie wieder rauskomme. Weißt du, wenn ich so einen Typen mal irgendwann über die, toll, wegen mir machst du jetzt so einen Driss, ja, hier, komm, hasse. Will ja mal nicht so sein, Alter, bist da Tampon. Toll. Aha, wir fangen auf jeden Fall schon mal klein an, meine Damen und Herren. Wir müssen, was habe ich jetzt, eine Stärke von 180, heilige Scheiße. Es ist ein langer, langer Weg, ich muss in die Top 10. Irgendwann, meine Damen und Herren, irgendwann kommt der Tag, versprochen. Ich werde so lang und hart arbeiten, bis es irgendwann soweit ist. Gib mir euch, meine Damen und Herren, also, ihr auch. Ihr werdet Teil der Sensation werden, meine Damen und Herren, ihr werdet Teil der Sensa-Verfiktion. Hi, was ist, wenn ich dich jetzt umbringe? Das wäre doch eigentlich schon mal ein Ansatz. Oder wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt einfach mal gut und so und mache jetzt mal irgendwie lustige Tricks und so weiter, sagte er wohlbemerkt und fuhr in eine andere Richtung fort, aber ist egal. Wenn ich jetzt irgendwie die übelsten Tricks hier raushaue und dann so ein Typ hier mal so richtig schön aufs Kreuz legt, das wäre doch mal eine richtig elegante Angelegenheit, oder? Aber dafür müsste ich wahrscheinlich auch. Erstmal, Moment. Wir spielen heute mal mit ein bisschen mehr Risiko als sonst. Pass auf, wir machen das jetzt einfach, das ist jetzt der Deal, wir spielen heute mit ein bisschen mehr Risiko. Und ich werde sehr wahrscheinlich... Ja, elendig zugrunde gehen. Schornster, adieu. Guck mal, geht doch gut los hier, Alter, mit unserem tollen Risiko. Jetzt muss ich nur noch irgendwie hier rauskommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier in einer ziemlich bescheidenen Situation bin, aber okay. Jetzt hätte ich doch eigentlich zum Beispiel... Da. Moment. Man könnte hier bald fangen an zu singen mit da und so ein Scheiß. Das ist der Moment, den ich brauche. Yes. Und du fährst... Nein. Pass mal auf. Die verfickten USA. Verpiss dich. Hau ab. Warte. Wir kommen hier noch wieder raus. Spirit, du bist Futter. Sag ich doch. Eigentlich ist das Spiel gar nicht so schwer und ziemlich lustig eigentlich. Komm. Versuch was weg. Aber der hat Schiss gekriegt, hast du gesehen, Alter? Pass auf, irgendwann kriegen wir davon einen am Sack, hundertprozentig. Irgendwann kriegen wir davon sowas von einem am Sack. Habe ich jetzt 1400, nur noch 10 mal so viel. Shit! Das war nur, weil ich auf die verfickte Punktanzeige geguckt habe, Mann. Ach. Oh, der war groß. Zerstört, oh mein Gott. Gib mir das alles. Verpisst euch, das ist meins. Ich nehme das hier. Ja, was habe ich jetzt? 600 nur. Das geht ja eigentlich. Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet, aber ist egal. Man nimmt, was man kriegen kann. Du, mein Freund, wir sterben und so. Nein! So viel zu meinem tollen Risiko. Scheiße. Irgendwann kommt der Tag, an dem ich einen von denen hier über... Ich weiß das. Irgendwann kommt der Tag. Gib mir das alles. Ich bin schneller als du. Boah, das war jetzt ganz schön arschig, oder? Das war jetzt richtig arschig. Der hat den jetzt umgebracht und ich fahr dann rein und sammle das alles ein. Das war ziemlich mies. Ich gehe lieber weg, ne? Ja. So ein bisschen die Mischung aus Risiko und wir machen das, was uns am Leben hält. Das ist das, was wir finden müssen, meine Damen und Herren. Genau die Mitte daraus. Pass auf. Nein. Warum? Hunter, Alter. Gib mir mehr davon. Das Ding ist, ich stehe jetzt hier und sammle einfach nur das Essen, was andere Leute quasi für mich eingesammelt haben. Außer Hunter. Hunter habe ich selbst erlegt quasi. Jetzt bin ich quasi der Hunter von Hunter, meine Damen und Herren. Hunterception. Mindestens, Alter. Moment, 1900. Ich glaube, das ist für heute auf jeden Fall schon mein Rekord. Warte mal, Moment. Aber wie gehen wir jetzt weiter? Nein. Was bist du denn für ein Depp? Das war taktisch jetzt nicht ganz so klug, oder? Mister, keine Ahnung, wie der Typ hieß. Das kriege ich ja sogar ich besser. Was sagt er und wird scheitern? Ich weiß genau. Nein, du versuchst um mich rumzugehen, ne? Oder? Er versucht um mich rumzugehen. Wenn ich den jetzt hier so am. Yes, Alter. Guck dir an. Geh weg, du scheiß Regenbogen-Arschloch. Oh nein, du auch. Shit. Die haben mich betrogen um meine Punkte. Das ist natürlich nicht so, als hätte ich das jemals getan, Alter. Hör mal, läuft. Nein. Der will um mich rum. Der kann nicht um mich rum. So lange kann der doch gar nicht sein. Nein, so lange ist er nicht. Hör mal, wir lernen. Es geht voran. Mindestens. Oh, der hat meine Farbe. Das heißt, eigentlich sind wir Brüder im Geiste, aber nein. Sind wir nicht, weil wir müssen alle töten, Alter. Deswegen sind wir hier. Wir müssen alle töten und dann... Die Seele auffressen, Alter. Guck mal, nur noch viermal so viel und ich bin in der Top 10. Da geht's ja doch eigentlich, oder? Oh, Moment. Nein. Ich werde jetzt nicht irgendwelche dummen Fehler machen. Wir werden nicht über losgehen. Wir werden dafür aber 74.000 Punkte einsammeln.
Das ist mein Plan, meine Damen und Herren. Wir haben offiziell einen Plan, das erste Mal in meinem verdammten Leben. Und wenn es nur ein Slither.io ist, man muss nehmen, was man kriegen kann, Alter. Auf Platz 10 ist dann auch noch I am God. Du, mein Freund, jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, du wirst entthront. Ich hatte recht. Hör mal, das sind die Manöver hier, das sind die Manöver. Aber ich muss Manöver mit größeren Sachen machen und dann kommen wir groß voran und groß raus und so ein Scheiß. Warte mal, der da zum Beispiel, das wäre doch jetzt hier schon mal ein erklärtes Ziel, oder? Dieser lustige blau-rote oder blau-orangene Typ, aber das ist das falsche Ende. Eigentlich hätte ich damit rechnen müssen, aber ist egal. Wir brauchen Ziele. Oder Glück. In meinem Fall wahrscheinlich tendenziell eher Glück, aber das macht gar nichts. Direkt vor meinem... Sammel es alles ein. Ganz ruhig. Wir müssen das jetzt alles einsammeln, in aller Seelenruhe. Wir haben ganz viel Ektoplasma vor unserer verfickten Nase liegen. Oh mein Gott, nein, du wirst mich jetzt nicht umbringen. Keiner von euch beiden Wichsern wird mich umbringen, weil ich bin der große... Oh mein Gott. Das war knapp. Das war deutlich knapper, als ich es haben wollte. Gib mir mehr. Da ist noch mehr. Yes. Nein. Ihr seid alle scheiße. Ich will das haben. Das ist meins. Ich habe eindeutig nichts damit zu tun gehabt, dass irgendwer kaputt gegangen ist, aber ist mir scheißegal. Das ist alles meins. Was habe ich? 6500. Oh. Oh, mein Freund. Nein. Das war auf jeden Fall. Nein, das war mein neuer Rekord. Nein, ich war so gut. Also mehr oder weniger. Weißt du, wenn ich den jetzt krieg? Der hat Schiss vor mir, aber ist egal. Ach, fuck, Mann. 15.000 sind jetzt schon für die Top 10 nötig, Mann. Kacke. Das wird immer mehr. Können die nicht mal schlechter werden irgendwie? So wie ich? Oh. Das war knapp. Das war ein Versuch wert. Ich hatte nichts zu verlieren. Mit meinen 27 Dingsbums da. Ja, kannst du nicht einfach sterben, wenn der jetzt stirbt, ne? Warte mal, nein. Nein. Oh, der hatte Schiss vor mir, hast du gesehen? Der hatte eindeutig Schiss vor mir. Der hätte ich beinahe gekriegt, Alter. Und dabei wollte er mich fangen. Aber dann habe ich gesagt, das ist cool an diesem Spiel eigentlich, dass man, weißt du, selbst wenn man der Kleinste ist, selbst wenn der Typ 7000 Mal stärker und größer ist als ich, kann ich trotzdem innerhalb von einer so einer Aktion den Typ dann einfach übers Kreuz legen und dann habe ich gewonnen. Ist in diesem Spiel durchaus möglich. Und das macht das Spiel natürlich interessant. Weil in Agario ging das ja nicht. Da musste man ja größer sein als der andere, um dann logischerweise aufzuessen. Hier könnte ich theoretisch den Tampon, der mich irgendwann mal schon mal gefressen hat. Guck mal, ich bin Teil des Größten. Reicht das jetzt? Also eigentlich bin ich ja quasi Top 10. Wir sind Top 10, Alter. Gib mir alles. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal eine vernünftige Grundlage und dann renne ich da rein, ich dummer Idiot. Ach, wie doof muss man eigentlich sein, Mann. Yes, Alter, guck das an, Alter, der war zigmal größer als ich und den habe ich einfach so ihn in den Sack getreten, Alter, und dann jetzt geht er los, komm. Das jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Länge von, keine Ahnung, 1000 irgendwas. Du wirst auch sterben, mein Freund. Yes, guck dir das an, Alter, das waren jetzt zwei Manöver direkt hintereinander, Alter. Wir lernen, es geht voran. Pass auf, irgendwann sind wir die gottverdammt nochmal Besten auf dieser Erde, in Slither.io. Immerhin, also man muss nehmen, was man kriegen kann heutzutage, oder? Also in der Arbeitswelt, Alter, wenn man, also... Ist auch was für ein Lebenslauf, oder? Warte mal, du mein Freund. Nein! Dieses dumme, scheiß gelbe Fan-TDM da, Mann, der hat mich. Ich will doch nur einmal in die Top 10, Mann. Oh, das war verdammt knapp, Alter. Das Ding ist, ich bin kaum so lang, wie er breit ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt tatsächlich aufhalten könnte, so rein physisch. Was denn, wenn ich den jetzt irgendwie gedings kriege? Das wäre schon fast eine Schweinerei, oder? Wenn ich irgendwann mal so klein bin und dann einfach so einen davon über den Tisch ziehe und dann... der Tag wird kommen. Das ist mein großes Ziel, dass ich irgendwann mal so einen richtig großen einen auf die Fresse haue, Alter. Das ist mein Plan. Hier zum Beispiel. Sollen wir mal versuchen? Nee, wir versuchen es nicht. Komm, wir wollen mal hier den Tiger nicht provozieren, Alter. Hi, Mr. Hunger. Soll ich mir auch einfach mal Hunger nennen? Vielleicht füttern die Leute mich dann. Wenn der Grüne nicht gewesen wäre, ich hätte den Gelben gekriegt. Aber das ist so ärgerlich. Manchmal hat man dann so Situationen und da kommt irgendein Arschloch aus irgendeiner Ecke und macht einen alles kaputt. Mann, sehr gemein alles hier. Was macht der für diesen einen kleinen Wurm da so einen Aufwand, dass er den da jetzt umzingelt? Also so viel Arbeit würde ich mir dafür jetzt nicht machen. Du, mein Freund, wirst sterben, Alter. Oh, gib mir das alles. Okay, das ist jetzt der Run, den wir schaffen. Das ist, wo ich sage, wird es wahrscheinlich sowieso schief gehen, aber ich meine, man kennt sich, man grüßt sich und so weiter und so fort. Aber ist egal, das ist jetzt der verfickte Run, den wir schaffen. Das ist der Run, wir müssen es schaffen. Jetzt habe ich jetzt schon eine Stärke von 2000, Alter. Yes. Weiter. Und zwar mit Obacht und Attention, Alter. Du, mein Freund,
Wir sterben. Das Ding ist, wie funktioniert das? Das wäre eine fürchterlich bescheidene Welt für Regenwürmer, wenn die Welt für die tatsächlich so funktionieren würde, dass jedes Mal, wenn die in irgendwas oder irgendwen außer sich selbst reinlaufen, sterben würden. Das wäre schrecklich. Wobei, auf der anderen Seite wäre natürlich ziemlich cool, wenn Regenwürmer sich in Ektoplasma auflesen würden. Du dummes Schwein. Oh, danke, 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 danke. Nehme ich gerne mit. Nehme ich gerne mit und nehme ich gerne an. Mehr davon, mehr davon, mehr davon. Ich beschränke mich jetzt mal einfach auf die kleinere Seite hier, bevor der Typ mir da schön in den Rücken fällt und so weiter und so fort und mich umbringt und den ganzen Scheiß. Nehmen wir lieber das kleine bisschen, was hier für uns gelassen worden ist. Nein, ich werde da jetzt nicht reinrennen. Ich werde jetzt nicht in den kleinen gelben reinrennen. Oh, 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 oh. Kann ich nicht mal einfach irgendwie gut sein, Alter? Ein einziges Mal. Das Ding ist, der beste Run war noch der erste. So ein Scheiß, Alter. Was hat es eigentlich mit diesen komischen Kreisen auf sich, die sich so komisch bewegen? Haben die irgendeinen tieferen Sinn? Haben die irgendeinen... Die haben mir relativ viele Punkte gegeben, aber abgesehen davon, nö. So ein Starter-Ding oder was? Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen schon Starter-Sachen, meine Fresse. Aber wir springen direkt von 1 auf 5000, wenn wir können. Also nicht. Nee, ist nicht, Freund. Ist nicht. Hättest du gerne, ne? Ja, ja. Oh. Oh, Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Der hat doch bestimmt irgendwo, warte mal. Eigentlich würde ich wirklich gerne versuchen, den jetzt einen in die Schnauze zu hauen. Diesem riesengroßen gelben Ding jetzt zu sagen, pass mal auf, ich bin der kleine Krutz. Und du wirst sterben. Also das wäre jetzt eigentlich echt schön, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das besser nicht versuchen sollte. Es wäre so schön gewesen. Ich will mal diesen einen großen Move will ich haben. Twitch, da promotet jemand seinen Twitch-Stream, das ist ja toll. Wobei... Dann mache ich mit meinem Namen hier ja eigentlich auch nicht, ne? Wobei, ich meine, wenn die Leute dann denken, ach guck mal, der Krutz, und dann sagen sie, den gucken wir uns mal auf YouTube an, warum auch nicht? Mit dem wunderschönen Namen muss ein guter, guter Kanal sein, Alter. Das Schlimme ist, dass die Animation eigentlich, kurz bevor die explodieren, die gleiche ist, wie wenn die Gas geben. Das heißt, manchmal denke ich, okay, jetzt könnte jemand sterben, dabei gibt er nur Gas. Aber das ist das harte Leben als Wurm, weißt du? It's a hard worm life for us und so weiter und so fort. Ja, ja, ist, ziemlich dramatisch, das Ganze. Gib mir Punkte. Jetzt, ich sehe gerade, dass die Top 10 mittlerweile 15.700 Punkte braucht, Alter. Alter. Das ist der größte Score überhaupt. Das ist der größte Score in der Geschichte der Menschheit. Und du blöder kleiner Hurensohn, klaust mir alle meine Punkte. Nein. Du blöder Penner, Alter. Ich schneide dich nicht ab. Ich kann nur nicht jedes Mal, wenn ich irgendeinen Punkt habe, wenn ich irgendwie in die Richtung von irgendwas komme, jedes Mal sterben. Das gibt's doch gar nicht, ey. Letzter Versuch. Zählt das jetzt als das, was ich die ganze Zeit vorhatte? Also zumindest in die Richtung, oder? Ja, komm, also da muss man mir jetzt auch mal... Nein. Vorletzter Versuch, also jetzt der letzte. Ach, das ist doch echt... Das Spiel kann sehr frustrierend sein. Da habe ich jetzt den einen großen... Mr. Pfaff. Den habe ich schon mal irgendwo gehört, den Namen. Wirklich das eine große Ziel gehabt, oder eins der meiner größten Ziele war, verfickt nochmal, irgendwann mal so einen großen da über den Tisch zu ziehen. Und das habe ich jetzt geschafft und dann sterbe ich direkt, unmittelbar danach. Das ist echt sehr, sehr bitter, meine Damen und Herren, sehr, sehr bitter. Hardworm Life, Alter. Die Top 10 sind mittlerweile 17.700, sprich 18.000 Punkte. Das ist ziemlich bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Scheiße. Dann noch die scheiß Pocken, Alter. Ich will keine Pocken in der Top 10 haben. Ich will in die Top 10. Ich bin Platz, wann bin ich? 327. Beeindruckend. Beeindruckend, ich weiß. Kannst du nicht einfach mal sterben jetzt, Mr. Regenbogenmann? Nein. Jetzt bin ich hier drin, ne? Nein, du kriegst mich nicht. Oh, das war du, mein Freund, kriegst mich nicht. Nicht so. Ich habe zwar den anderen Typen auch noch mit. Eigentlich ist der andere Typ mir jetzt was schuldig, oder? Dadurch, dass ich ihn jetzt quasi gerettet habe aus den Fangen des anderen Regenbogenmannes, meine Damen und Herren, aber. Tja. Wie sagt man, der Undank ist der Weltenlohn? Ja, toll. Ich will doch nur einmal in die Top 10. Ich will doch nur einmal groß sein. 18.800 Punkte. 20.000 Punkte. Hurra. Danke. Oh nein. Warum? Oh. Der hat Angst gehabt. Der hat so viel Angst gehabt. Ich glaube, das ist der Nummer 9 wäre das gewesen. Das heißt, ich hätte damit Chancen gehabt auf irgendwas. Stattdessen habe ich Chancen auf gar nichts und werde weinen und alles ist traurig. Toll. Dafür kriege ich seine Kaka. Das ist ja auch was Feines. Das Spiel ist so gemein zu mir.
The tables have turned. The tables have turned. The tables have turned. The tables have definitely turned, Alter. Wir rennen. Was haben wir jetzt? Aber auch nur sie. Der Typ hinter mir. War das dieser komische Punkt? Ich glaube, das war der Punkt. Ja, das war Top 10. Der war in der Top 10. Wir müssen fressen. Wir dürfen nicht sterben. Ich darf ausnahmsweise mal nicht sterben. Bitte ausnahmsweise nicht. Du gehst mir auf den Sack, du kleiner verfickter Schlingel, Arschpenner, Alter. 4000. Okay, unser Rekord lag gerade. Ja, heute war, glaube ich, der Rekord irgendwie mit 6000 irgendwas. Also, pass auf. Zumindest den Rekord noch bringen. Zumindest in die Nähe des Rekordes kommen, das wäre doch eine feine Angelegenheit. Das wäre auf jeden Fall schon mal. Du versuchst jetzt nicht ernsthaft, um mich rumzufahren, oder? Das glaubst du jetzt nicht ernsthaft, dass das funktioniert, Freundchen? Teil 1. Stirb. Danke. Hat funktioniert. Aber wenn die mal alle so auf mich hören würden, dann wären wir auf jeden Fall schon mal gut. Also ich wäre dann einen guten Schritt weiter. Oh nein. Ich werde gleich wieder sterben. Ich weiß genau, das ist das Problem an der Sache, dass ich definitiv für dieses Spiel nicht gut genug bin, um zu sagen, ich werde gleich nicht sterben. Und die Top 10 sind nur noch 13.000 Punkte, weil der eine, der Große in den Top 10 jetzt gestorben ist und sich das alles aufgeteilt hat, meine Damen und Herren. Mir fehlen theoretisch nur noch 8.000 Punkte für die Top 10. Praktisch hingegen. Schnell. Gib mir das alles. Na, das Problem ist, dass mein Wendekreis mittlerweile dermaßen groß geworden ist, dass ich echt Angst habe, jedes Mal, wenn ich mich überhaupt irgendwo hindrehen muss, dass ich gleich sterbe. Aber ist egal. Was, wenn ich den jetzt umbringe? Nein! 6.500, ist egal. Liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, trotzdem wir mal wieder nicht in den Top 10 waren. Aber so haben wir wenigstens noch Ziele. Liebe Leute, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, tschüss.